begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Video der Firma Balzen AG. Im heutigen Video geht es um das Probeheizen der Deutschen Bahn 01202 in 5 Zoll. Dieses Modell hat lange Zeit unseren Ausstellungsraum geschmückt. Nun haben wir uns jedoch dazu entschlossen, dies an einen jungen Modelleisenbahnliebhaber weiterzugeben. Nach einer eingehenden Kontrolle heizen wir die Lok heute das erste Mal. Für diesen Moment wird die Maschine natürlich sauber gemacht. Danach dokumentieren wir alles für Sie und für den Kunden. Wie Sie hier unschwer erkennen können, füllen wir als erstes die Ölpumpe und den Verdrängungsöler auf. Hierzu verwenden wir unser hauseigenes Dampfzylinderöl. Wenn Sie dies auch benötigen, finden Sie das gerne auf unserer Webseite www.balzon.ch. Nun schmieren wir mit einem Öl mit Haftzusatz alle Schmierstellen an der Lok ab. Achtung, vergessen Sie hierbei aber nicht die wichtigsten Stellen, und zwar die Achslagerfüge. Nun kommt der große Moment, denn jetzt bewegt sich die Lok zum allerersten Mal unter Dampf. Hier können Sie sehen, wie der Lokführer die Steuerung nach vorne auslegt, um die volle Kraft zu nutzen. Achten Sie nun mal auf diesen wunderschönen seidenweichen Lauf, zum Teil auch mit stark zurückgenommener Steuerung. Im Tender wird nun das Wasser nachgefüllt. Wir verwenden hierbei aufbereitetes Wasser oder unser Kesselsteinmittel, welches Sie ebenfalls auf unserer Webseite finden können. Hier können Sie sehen, wie wir injektieren. Dabei wird der Injektor mehrfach bei unterschiedlichem Kesseldruck geprüft. Hier können Sie die Inbetriebnahme der Dampfspeisepumpe sehen. Wir freuen uns wirklich sehr, diese wunderbare Lok weitergeben zu dürfen. Mit dem letzten Druck im Kessel und den letzten Umdrehungen verabschiedet sich diese Lok aus unserem Betrieb. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Video gefallen.
Für aktuelle Projekte schauen Sie gerne auf unserer Webseite oder neu auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal vorbei. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.